Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Director's Cut. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier und hatten uns hier im Haus noch weiter umgeschaut. Den unteren Bereich hatten wir tatsächlich, ja, was soll ich sagen, erledigt. Und yeah, Jill hier. mit ihrer Beretta-Kanone. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier und hatten das Haus weiter erkundet. Wir waren im Obergeschoss angekommen. Allerdings, bevor ich hier in diese Tür reingehe, liebe Leute, möchte ich mit euch nochmal die andere Seite des Flures erstmal erkunden. Weil da gibt es noch die ein oder andere Tür, die wir noch nicht versucht haben zu öffnen. Weil ich vermisse hier noch ein spezielles Item. So, Moment. Ich vermisse nämlich noch das Feuerzeug, liebe Leute. Und das war, glaube ich, auch in einem Raum versteckt und wir sind falsch gelaufen. Wir sind falsch gelaufen. Verdammt. Ich wollte eigentlich komplett in die andere Richtung. Ja gut. Leute, dann wisst ihr was, dann gehen wir wieder da hinten rein. Verdammt, ich bin falsch gelaufen. Wieder ein toller Start hier. Aber, ja. Ich bin mir halt noch nicht ganz so sicher, was das Herrenhaus hier angeht. Jetzt stehe ich natürlich wieder vor der Tür, wo ich angefangen habe, aber... So, wir sind doch gerade eben da reingekommen. Genau, hier müssen wir doch... Hier kommen wir doch direkt in die Vorhalle. Müsste eigentlich, ne? Die Musik geht schon mal weg. Ja, seht ihr das? Das sind wir schon in der Vorhalle. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir erkunden gleich die Türen. Und da freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Resident Evil 1. Und ja, wir wollen jetzt hier weitermachen. Und ja, ich nehme das Spiel ausnahmsweise mal an einen Mittag auf, und zwar an dem Sonntagmittag. Und ja, nicht standesgemäß natürlich für ein Horrorspiel, das sollte man eigentlich abends spielen. Weil jetzt ist nämlich übelst hell draußen und naja. Die ist verschlossen. Helm. Okay. Und die, da haben wir auch den Schlüssel nicht. Dann bin ich jetzt echt überfragt. Wartet mal. Map. So. Wo gibt's denn noch Türen, wo ich noch nicht drinne war? Wartet mal. Da geht's weiter. Da geht's auch nicht weiter. Da bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt, Leute. Wo war das denn nochmal? War das noch unten? Aber unten haben wir doch alles. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Also. Oder muss ich doch da oben hin und erst die Sache. Wartet mal, muss ich erst die Sache mit dem. Hier habe ich ja alles erkundet. Na, hier. Ach, da oben, da ist noch ein Raum. Da oben ist noch ein Raum, wo ich noch nicht war. Ja, super. Gut, dann... Dann gehe ich da nochmal kurz hin, weil ich möchte nämlich erst alles machen hier in diesem Haus, bevor ich da weitergehe, wo ich die Folge angefangen habe. Weil da kommt nämlich dann irgendwann eine Szene, die... Naja, die ist, die uncool ist. Und da möchte ich doch gebührend drauf vorbereitet sein, sagen wir es so. Es gibt nämlich definitiv noch Sachen, die ich machen kann hier mit dem Feuerzeug, definitiv. So. Gut, dann stapfeln wir einfach nochmal durchs Herrenhaus hier. Oh Mann. Und ja, wie gesagt, Leute, Sonntagmittag. Morgen steht wieder eine neue Arbeitswoche an. Aber ja, passt schon. Gut, da muss ich jetzt echt nochmal gucken. Oben, ne. Unten rum tatsächlich, an dem Hundeweg vorbei. Und dann einfach immer geradeaus. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid, liebe Leute. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt. Bei Resident Evil 1. Und ja. Da sind wir auch schon. Mir wird wieder warm. Ich weiß auch nicht, warum mir immer am Anfang von der Aufnahmesession wird mir immer warm. Ich weiß auch nicht.
was das ist, ey. Ob das die Spannung hier ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall so, einmal hier. Hier war das doch der Nase nach, ne? Genau, einmal hier komplett durch. Da ist da hinten ja noch eine Tür, wo ich noch nicht drin war. Einmal hier rein, ganz genau. Diese Doppeltür. Dann war das doch hier direkt schon auf der rechten Seite, oder? Wo war die? Ne, die nächste. Die nächste ist es. Hier die. Scheiße. Die ist geschlossen. Ein Helmschlüssel. Oh Mann, Leute. Aber, wartet mal, ich sehe gerade, wir haben schon ein Sternwappen hier. Ich würde sagen, wo wir schon mal in Ecke sind, können wir zumindest schon mal das Sternwappen einsetzen hier hinten. Das können wir ja machen. Dann war der Weg nicht ganz so sinnlos. Weil wir brauchen ja diese vier Wappen hier in diesem Bereich. Genau, um dann das Haus zu verlassen. Und da würde ich sagen, setzen wir das mal ein, Chill. So, zack. Wir haben nämlich auch unseren Schlüssel noch. Liebe Leute, wir haben unseren Schlüssel noch. Das heißt, irgendwo scheint es noch eine Tür zu geben. Aber ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich wieder hoch da. Ich muss, glaube ich, tatsächlich wieder hoch. Und jetzt die Sache mit dem... ja, ich sage euch nicht, was da kommt, aber wir müssen eine Sache machen. So. Und, ja. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. So, dann war das, glaube ich, hier rein, ne? Und, ja, 7 Minuten schon verstrichen und wir haben nichts gemacht, außer das, das Wappen da eingesetzt. Ja gut, es ist halt... So kennen wir halt, so lernen wir halt das Herrenhaus nochmal ein bisschen besser kennen. Eine aufzuschieben. Dass die immer das Ding schieben will, wenn ich da vorbei will, ne? Das ist auch... Die Frau hat einen Schiebewahn. Ein Schiebetick. So, dann... Wollen wir mal. Ah, aber die schlimme Szene kommt, glaube ich, dann noch nicht. Ne, ich muss nur den... Mir irgendeinen bestimmten Weg merken, glaube ich. Wartet mal. Ich muss mir einen bestimmten Weg merken. Wenn wir dann da reingehen, da rechts. Okay, und dann da runter. Okay, ja, das passt ja. Das geht ja, kommt. Der Weg ist nicht ganz so schlimm. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch hier rein. Hier in diese Tür. Da kommt ja ein neuer Bereich. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, da sehe ich zumindest schon mal ein grünes Kraut. Das nehme ich mir. 2 sogar! Okay. Gut, liebe Leute, ihr habt mir gesagt, ich soll grüne Kräuter nicht mit grünen Kräutern mischen. In diesem Fall auch mal, an dieser Stelle auch mal einen schönen Gruß an den Skipper. Schön, dass du dabei bist. Und ja gut, dann, wenn du das sagst, Skipper, dann speichere ich mir die auf. So, was haben wir hier? Eine Cutscene. Richard, what happened? Oh, Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! You're wounded. What kind of demon attacked you? It was a huge snake. And also poisonous. Poisonous? Oh no. Richard, hold on. There is serum. Oh no. I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Genau, liebe Leute, das ist Richard. Ein Mitglied unseres Stars-Teams. Und, oh mein Gott, der wurde von einer riesigen Schlange angegriffen. Ja, ich weiß, wo der Serumraum ist. Ja, Leute, er wurde von einer riesigen Schlange angegriffen. Oh mein Gott. Das kann ja was werden, echt. Das kann ja was werden. Und, ja. Ist kurz vorm Abkratzen. Und, ja, jetzt müssen wir einfach in diesen Serumraum reingehen. Und das möglichst schnell, weil sonst
stirbt er, glaube ich. Und aber hier sind wir schon, Leute. Ihr könnt euch erinnern, wo der Serumraum war, ne? Das war ja hier in dem Bereich. Einmal komplett drumrum. Und hier müssen wir tatsächlich auch den schnellsten Weg nehmen. Weil, wie gesagt, sonst passiert was Schlimmes. Aber da sind wir schon, wenn wir mit der Treppe... wenn wir die Treppenanimationsszene mal geschafft haben, dann sind wir doch hier schon an dem Krankenzimmer. Und da waren Seren drin. Leute, so, hier in diesem Speicherraum. So, hier, Jill. Nimm dir eins. Komm. Nimmst du das Serum? Ja, gerne. Jetzt kann sie nämlich auch was nehmen. Weil normalerweise kann sie da nichts nehmen. Und ja, das ist interessant, dass sie es jetzt auf einmal nimmt, ne? So. Aber gut, ist halt, vorher hat es halt nicht gebraucht, ne? Ist halt auch so eine Geschichte. Und ihr habt wahrscheinlich gesehen, da sind zwei Seren. Das könnte auch noch interessant werden, warum da ein zweites Serum ist. Fragt euch das lieber noch nicht. Das machen wir in nächste Folge, glaube ich. Die Auflösung. Und genau, dann ist möglichst schnell hier wieder zurück zum Richard. Das ist ja jetzt nicht so ein weiter Weg gewesen, zum Glück. Und ja, wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt hier schaffen und dass der überlebt und wieder aufsteht. Ich weiß es nicht, ob man das überhaupt schaffen kann, aber hier sind wir schon, Leute. Die Auflösung kriegen wir in 10 Sekunden. So, alles klar, hier sind wir schon. Wunderbar, Richard, ich habe Serum dabei. Ich habe auch nicht meine Kräuter weggequart. Ich bin direkt hier gekommen und hier, Richard. Here's the serum. Richard, hold on. I'll give you a shot now. Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... No! Richard! Jill, be careful. Ach, scheiße. Wir können den tatsächlich nicht retten. Okay, ich hatte das in Erinnerung irgendwie, dass man den irgendwie retten konnte. Richard ist tot, ja. Aber er hat, glaube ich, noch... so makaber das klingt, aber er hat noch Munition, seht ihr. Gut. Ja, ich bin voll. Richard? Du stehst wieder auf wahrscheinlich, weil ich da nicht über dich drüber laufen kann. Du wirst wahrscheinlich zu einem Zombie mutieren. Ach, armer Richard. Leute, warum konnten wir den denn nicht retten? Alle krepieren hier, ey. Na gut, er hat uns auf jeden Fall sein Funkgerät hier gegeben. Funkgerät. Genau. Die Batterie ist noch geladen. Okay. Wir haben ein Funkgerät, was wir erstmal nicht brauchen. Alles klar, liebe Leute. Ach, jetzt geht auch aus. Gut, dann würde ich sagen... Ja, Richard, dir konnten wir leider nicht mehr helfen. Es war zu spät. Und die große Schlange. Seht ihr das? Da ist ein Hand... Ah, ach, du... Boah, hab ich mich erschrocken. Du Penner-Zombie, ey. Mann! Oh, Mist. Okay, und der steht wieder... Nein, steht nicht auf. Sehr gut. Ihr seht eine blutige Hand. Da oben gehe ich erstmal nicht rein. Weil, ja, ich da noch nicht hin möchte. So, wir haben auf jeden Fall hier noch eine Tür. Die gucken wir jetzt uns jetzt noch erstmal an. So. Ah, okay, hier war das nämlich, dieser Raum... Wo ich definitiv auch das Feuerzeug brauche und da sind Farbbänder. Die lasse ich aber erstmal liegen. So, was haben wir hier? Munition. Sehr schön, Leute. Also ich habe irgendwo das Feuerzeug vergessen. Ich weiß nicht, wo es ist, aber hier können wir zumindest einen Schrank verschieben. Das werde ich auch mal machen. So, schieb den Schrank. Da ist ein Durchgang. Eine Kerze. Okay. Genau, Leute. Hier sehen wir nämlich nichts. Es ist zu dark, um irgendwas zu sehen. Ja.
Genau, Jill. Es ist zu dunkel. Das heißt, hier können wir erstmal nicht weiter. Das Fahrband lasse ich erstmal bewusst liegen. Und da muss ich doch irgendwo das Feuerzeug finden. Wo war denn das jetzt nochmal? Weil hier oben ist es mit Sicherheit nicht drin, das weiß ich. Oder? Nein, es ist da nicht. Ganz einfach. Und ich vermisse auch noch einen Aquarienraum, wo ein Aquarium drinne steht. Wartet mal. Wo war denn das? Map. So. Da oben haben wir jetzt alles. Konnten wir da rein? Wartet mal, konnten wir da rein? So, da haben wir alles. Da unten ist nur Forest. Da links, da geht keine Tür. Dann muss es entweder hier oben oder unten sein. Ich bin doch nicht blöd. Ich war doch überall. Mensch. Aber warte mal, was war hier nochmal? Ich gucke jetzt einfach nochmal die Türen nach. Mensch, was soll denn das? War ich hier schon? Ja, klar war ich hier schon. Scheiße. Okay. Dann gucke ich jetzt nach... Nee, war doch richtig. War doch richtig, wo ich da hingegangen bin. Ja, war doch korrekt. Ich wollte nämlich da nochmal die Türen überprüfen. Verdammt. Ich bin so orientierungslos. Aber gut, liebe Leute. Weil das Feuerzeug, das brauchen wir tatsächlich definitiv. Für mehr Waffenpower. Aha. Seht ihr das? Wir haben den Rüstungsschlüssel benutzt. Und... Tada! Dieser Schlüssel ist nutzlos. Wollen wir ihn wegwerfen? Ja, bitte. Dann haben wir zumindest wieder einen Platz frei. Ach, ist das geil. Okay, wir haben die Tür gefunden, die uns noch gefehlt hat, scheinbar. Und was haben wir denn hier? Ja, das war die Tür, die ich gesucht habe. Und was haben wir denn hier noch? Ach du Scheiße, drei Räume! Mit einem Speicherplatz hier. Ja gut, egal. Dann gucke ich mal, was wir hier... Aha. Aha. Habe ich nicht gerade von einem Aquariumraum gesprochen? Gut, Leute. Wir haben hier eine... Es scheint, als ob jemand etwas gesucht hat. Da scheint ein Schalter zu sein. Willst du ihn drücken? Ja, drück ihn. Sie erschreckt sich voll. Gut, wir haben das Wasser aus dem Aquarium abgelassen. Das heißt, wir können hier was schieben. Gehen wir da rein, bitte. Ich glaube, die Kombination war nämlich, dass wir diesen Schrank in die Ecke schieben müssen. Weil mit Wasser drin wäre das halt zu schwer gewesen für die gute Frau, ne? Und, ha, seht ihr das? Der Schrank musste in die Ecke. Wenn wir jetzt den Schrank zuerst geschoben hätten, hätte es nicht ausgereicht wegen dem Aquarium. Und ziehen kann man ja hier nicht. Das ist ja auch so bescheuert. Ja gut, was haben wir denn hier? So, schaut mal da. Sprengmunition. Für unsere Bazooka. Ist das nicht geil? Das alles nur, weil wir diese... Was ist das? Da liegt ein Farbband in der Ecke. Ich brauche Itemplatz, Leute. Das geht mir gerade dezent auf die Nerven. Ich brauche Itemplatz. So, wartet mal. Ich gehe mal wieder raus. Und gehe mal kurz runter und leg die Items ab. Ich meine, das kann ja nicht wahr sein, dass wir jetzt hier nur Item-Probleme haben. So. Geh mal zur Kiste. Jill, komm, mach schneller. Aber so können wir doch ein bisschen nochmal die Atmosphäre auf uns wirken lassen hier in diesem Herrenhaus. So, dann lege ich erstmal die Kräuter ab erstmal. Kiste, da bist du. Und schaut euch das an. Wir haben hier jede Menge Kräuter. Wir haben die Bazooka, wir haben... Schaut euch das an, wir haben so viele Kräuter. Was ist das für ein Mixed? Das ist auch ein Doppelgrün. Okay, dann schneide ich das auch raus. Die Muni kann ich auch erstmal draußen lassen. Und dann haben wir erstmal ziemlich leer und die Kiste ist schon ziemlich voll mit Sachen. Schaut euch das an. Wir haben das Kampfmesser, wir haben den Schildschlüssel, den werde ich auch mal reintun.
Tatsächlich, weil ich glaube, dass wir den bald brauchen werden, tatsächlich. Unser ersten Schlüssel. So, sortiere das mal ein bisschen. So. Dann haben wir die Bazooka halt. Die könnte ich jetzt auch schon mal laden, aber... Nee, da haben wir Kräuter, die Schrotmuni. 28 Schuss. Kräuter, 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 Sprengmuni. Okay. Dann passt das doch erstmal. Wir haben wieder drei Plätze frei. Dann würde ich sagen, sind wir bestens gerüstet, um uns hier diesen neuen Bereich nochmal anzuschauen. So. Gut, die Erkundungstour geht weiter. Ich weiß, dass dann zwar nur Farbbänder liegen, aber Farbbänder sind Farbbänder, mein Gott. Die nehme ich trotzdem mit, wenn die da liegen. Es ist halt, ich bin ein bisschen itemgierig in diesem Spiel. Ich weiß nicht warum, aber ich will halt alles mitnehmen. Und, ja. Dann gucken wir mal weiter, was da noch ist, ne? Auf jeden Fall erstmal die Farbbänder und da habe ich noch ein Dokument gesehen. So, da. Nimm das Farbband mit. Jo, zwei Stück. Ich meine, ich speichere trotzdem doppelt, aber sicher ist sicher. So, dann haben wir doch hier ein Dokument. Was haben wir denn da? Das Vermächtnis des Forschers. Ah, okay. Das ist ein Brief. Der Anfang des Briefes fehlt. Das Übrige besagt... Ja, das fehlt? Okay. Ja, ich bin infiziert. Ich habe alles getan, was ich konnte, aber ich konnte den Fortschritt der Erkrankung nur um ein paar Tage verzögern. Erschreckendste an der Sache ist, dass ich vergessen habe, dass ich mehr und mehr von dir vergesse täglich. Also habe ich beschlossen, einen friedlichen Tod zu wählen, besser als ein lebender Toter zu werden. In einer Stunde werde ich meinen endlosen Schlaf antreten. Ich hoffe, dass du meine Entscheidung respektierst. Auf Wiedersehen und für immer dein Martin Crackhorn. Okay. War das wirklich alles? Das ist sehr aufgeregt. War das wirklich alles von diesem Dokument? So, wir haben ja hier auch alle Dokumente. So. Fall 2, was? Botanisches Buch? Also, was ist das denn hier? Okay. Keeper's Diary? Nee. Da, hier. Das ist ein Brief. Warum ist der... Fehlt denn der Brief hier? Hä? Da war auf jeden Fall noch mehr. Auf jeden Fall, hatte ein Forscher sich selbst die Kugel gegeben. Weil er nicht wollte, dass er ein Zombie wird. Ja, das kann man verstehen. Schade, dass das fehlt. Das war, glaube ich, länger. Na gut, okay. Dann haben wir hier noch eine Tür. Gucken wir mal ein bisschen weiter noch. Okay. Ach du Scheiße. Ey, Leute. Seht ihr dieses Bett? Es sieht doch so aus, als würde da einer drin liegen. Ey, was ein... Ja. Oh mein Gott. Ein rotes Kraut. Ein Wunder ist geschehen. Das rote Kraut. Davon gibt's ja nicht nur irgendwie 5 Stück im ganzen Spiel oder so. So, haben wir hier noch irgendwas? Deine Ecke, glaube ich. Ah. Tatsächlich. Weitere Munition. Sehr schön, Leute. Sieht echt gut aus. Und tatsächlich... Siehe da. Das Feuerzeug. Was wir hier und da brauchen. Genau, liebe Leute. Und ich glaube, mehr haben wir in diesem Raum auch nicht. Nur diese Verarschbetten, die da so aussehen, als würde einer drin liegen. Aber wenn man hier hingeht, dann... Ja. Boah, übel. Okay, Schlafzimmer. Sagst du, da hinten hast du diesen Spiegel? Nö.
Hier zu diesen Bildern? Nö. Gut. Da sind wir auch schon durch. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Sache. Weil wir sind ja ziemlich in der Nähe von dem Bereich. Geh bitte hier raus. In dem Raum da, wie gesagt, das mit dem Brief, das müsst ihr mir erklären, warum der nicht vollständig war. Hat das was mit der Director's Cut-Version zu tun? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, ihr hindert euch ja in diesem Raum. Genau, mit dem Kamin. Ja, da liegt Holz im Kamin. Ein Papier ist an der Wand. Ja, was macht man mit Holz im Kamin? Wir zünden es an. Aha, schaut mal. Siehe da, eine Karte. Es ist eine Karte vom Obergeschoss, glaube ich, ne? Das ist eine Karte vom Obergeschoss, ja. Dann nehmen wir die mal mit. Chill. Gut. Hier konnten wir ja nicht rein, ne? Genau, das ist verschlossen. Ein Helm. Gucken wir uns noch kurz die Karte an, aber ich glaube, wir haben... Oh, okay. Da ist noch ein fetter Bereich, den wir noch erkunden können. Und da unten ist auch noch... Ah, okay, okay. Aber ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich auf die andere Seite gehen. Aber gut, liebe Leute, in Anbetracht dessen, dass wir die Folge voll haben, würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.